hier stehe auch immer noch. Nein, nicht überall. Das reicht mir ja. Gut, nächster bitte. Ach, steht auf. Das lohnt sich auch nicht. Wenn ich auch nochmal so reinmache, aber das wäre jetzt gemein. Das mache ich nicht. Aber ich es kann. Hui, angeben. Toll, ne? Das kann ich natürlich machen. Das ist sinnvoll. Bitteschön. Und Fane, der es eigentlich auch zu Ende bringen sollte, bringt es nicht zu Ende, denn ich, rede nicht Torbrecht noch angefahren. Verdammt. Ja, da macht das halt der andere hier. Mit zwei Angriffen. Oder auch gar nicht. Oh. Warum ist denn der Zwerg so schwach, verdammt? Komm, Ivan, wieder mal dein Job. Meine Fresse. Okay, aber wisst ihr was? Auch wenn ich jetzt vielleicht Quests nicht machen kann, weil das hier gerade so war, wie es war. Und überhaupt und sowieso und ich jetzt alles komplett verändere. Gerade das ist der Grund, wieso ich das jetzt natürlich auch machen. Ich werde jetzt nicht neu laden. Ich bin so bescheuert, nach 40 Minuten Kampf oder so neu zu laden. Hallo, geht's noch? Wäre ja voll sinnfrei. Ich bin gespannt, ob es jetzt irgendwelche Veränderungen mit sich bringt. Die ich halt noch nicht kenne. Und deswegen mache ich es halt auch, damit ich vielleicht was kennenlerne. Wäre voll cool, was Neues jetzt dadurch zu erleben, was ich in der Switch-Version nicht hatte. Und im allerbesten Fall wird der Typ wiederbelebt und ich bekomme nochmal XP für ihn. Das wäre natürlich noch schöner. Aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Was macht Schutzengel eigentlich? Oh, ich habe noch Platz bekommen. Ach so. Ja, wäre natürlich super gut, wenn ich das verbunden mit Bande der Pein mache, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Wäre es doch Hammer. Wäre natürlich ein bisschen simpler, wenn er das alles hätte, aber naja, so ist auch okay. So, ich habe einen neuen Slot frei. Knochenrüstung war das so megamäßig geil. Hätte ich gerade fast... Ich brauche eigentlich was für magische Rüstung mehr. Na, ich hätte auch das machen können, um nicht zu sterben. Das habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Weil ich mich ja hab so lassen. Das wäre auch jetzt gerade sehr gut gewesen. Ich habe Erdbeben. Warte kurz. Das wäre auch awesome gewesen, auch wenn es drei braucht. Aber mehr Knochenkäfig. Knochenkäfig ist schon gut. Für generell noch mehr. Zack. Zack. Für generell mehr. Für mehr einfach. Rüstung. Das haut halt auch nicht rein mit der Rüstung. Es gibt schon was dazu ordentlich. Ich meine, hohe Leiche in diesem Kampf wäre es Hammer gewesen. Hätte ich vielleicht, je nachdem, wo ich gestanden hätte, ne? Ordentlich was dazugekriegt. So, der Rest ist, glaube ich, alles völlig irrelevant für ihn, oder? Das ist Quatsch. Das ist halt noch interessant und das ist interessant. Das wäre geil, aber ich habe ja zu wenig Magie, um das auch anwenden zu können. Es ist ein sehr cooler und mächtiger Spruch, aber wie gesagt, das bringt mir nicht wirklich was. Ah, kann ich vergessen, intelligenzbasierend. Ja, so generell Heilung ist halt okay. Ach, das macht ja auch Schaden. Stimmt. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber zwar intelligenzbasierend, aber auch physische Rüstung wird es eben abgewehrt. Also per se ist es nicht verkehrt, das mal zu machen. Hat, glaube ich, auch ein bisschen Reichweite, ne? Wo steht das da unten? 2 Meter. Immerhin. Wäre eine Option. Wenn hier wieder was dazukommen sollte nochmal. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt im nächsten Level. Ich denke mal nicht. Wenn dann nur, wenn ich was investiere, tatsächlich. Was haben wir mit dir Schönes? Global abgelehnt auch gerade geholfen im Kampf, tatsächlich. Nur mal so als extra einfrieren obendrauf. Also. Kann ich auf jeden Charakter machen. Nicht nur auf Beschwörende, oder? Muss ich mal eben ausprobieren. Das wäre jetzt entscheidungsrelevant. Ja. Das geht auf jeden. Eine sehr coole Sache. Da kann ich auch am Anfang das machen auf Fane oder so. Anstelle von...
Wie lange halt das? 3 Runden. Naja, gut, das ist nicht so viel, wie ich dachte. Hätte er 4 oder 5 gehofft. Aber das wäre okay, dann kann Fane sonst wo stehen, ich kann mich trotzdem heilen. Vor allem. Das muss ich jetzt. Kann ich dann sogar mit Heilung heilen? Wenn ich mich selbst heile, bekommt auch Leben dazu. Das heißt ja nicht, dass ich ihn durch Heilungsmagie heile, oder? Das wäre jetzt natürlich sehr interessant, das rauszufinden. Fane. So. Jetzt auf Heilung auf dich. Nein! Tut ihm trotzdem weh. Bei Fane also nicht anwendbar. Ja, ja, ich weiß, du hast Schmerzen. Hab dich mal nicht so jetzt. Schade. Das wäre natürlich awesome gewesen. Trotzdem per se nicht schlecht. Alter, was? Wie viel kostet das denn? Ah, man kann Leute sofort töten. Wie? Ah, ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, es braucht massiv viel, aber macht auch ordentlich Schaden. Wobei. Ja doch, mehr Schaden als Winterexplosion sogar. Und aufgrund dessen, dass es eben diesen Bonus hat, mit dem wir sofort töten, ist das wohl gerechtfertigt, dass es 4 Punkte braucht und nicht nur 2. Weil es eh 3 wert idealerweise, wenn ich im Wasser stehe. Hm. Mal entfernt Banner der Pein, das wäre auch nicht schlecht, sowas mal zu haben. Hm. Aber hier nur Verbündete sehe ich gerade. Na gut. Ist halt sehr, sehr passiv, das ganze Ding. Eisbrecher. Auch nicht schlecht. Unterkühlen. Auch unterkühlen. Das friert alle ein. Warte eben, das ist auch alle eingefroren vorhin. Da steht es eingefroren. Okay. Also muss ich es vorher einfrieren, nicht unterkühlen. Ah. Dann ist es doch nicht mehr so sinnvoll, wie ich gerade dachte. Ich bleibe erstmal bei Seelenpartner, würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn sie unterkühlt sind, werden sie natürlich als Attacken eingefroren. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Hm. Hier steht auch, friert Flächen ein. Ich nehme das. Kostet nur einen einzigen Punkt. Das ist okay. Ja, Ivan, der Gute, hat wieder mal nichts, was er machen kann. Gar nicht wahr. Ich kann jetzt volle Kanne hier auf volle Kanne gehen. Mal 15 mal 300 noch was und hier... Auch 15, aber in einem blöden Winkel. Zack. Wie? Ach, Jägersmann 5. Verdammt. Da muss ich halt den nehmen. Ach, der ist schon drin. Aha. Hm. Ja, okay. Toll. Das bringt's mir nicht mehr. Es hätte gerade ein bisschen was gebracht, aber naja. Wenn er 4 Meter in Kombination mit dem hier. Werden immer nochmal 20% mehr Schaden. Das ist schon krass, wenn man das hinkriegt, aber ob man es wirklich hinbekommt und auch braucht, ist halt eine andere Frage im Kampf dann letztendlich. Nee, bei dir ist alles wie gehabt, würde ich sagen. Wird nichts verändern. Ah, siehst du, das habe ich auch noch gehabt. Das habe ich gar nicht benutzt. Jetzt hätte ich theoretisch versuchen können. Mal rein hier, sicher ist sicher. Schaden kann es ja nicht. So, ja, fertig. So, liebe Leute. Das haben wir gut gemacht. Absolut nicht erwartet, dieser Kampf. Aber richtig gut gemacht. Kann man wirklich mal so sagen. Also ist einfach top. Bin sehr gespannt, ob es Auswirkungen haben wird. Ich bin ja noch nicht überzeugt, dass es das haben wird, aber mal schauen. Kenne ich schon, ne? Ja. Siehst du, ich wollte noch gucken. Ja, leuchtet noch. Alles gut. Wurde nicht gebraucht. Nicht gebraucht. Hab ich. Stehaufmännchen? Nein. Hat sie das Stehaufmännchen? Ja. Er hat das Dingens. Er musste auch Stehaufmännchen haben. Genau, siehst du. Okay. Also stehen alle im Kampf einmal auf. Letztendlich. Wenn sie sterben sollten. Das ist ja der wichtige Punkt. Gott, Krem, kein Geist? Oh, was? Nicht enttäuscht. Da einmal. Hm. Das kann ich jetzt einmal, das habe ich einmal gelesen. Das muss ich ihn wieder anklicken. Zack. Kann ich doch auch schon.
Immer die gleichen. Was? So viele Geheimdienstanweisungen rumliegen, alle das gleiche haben. Ist ja merkwürdig. Vor allem, was ein Geheimdienst ist. Man doch meint, dass was irgendwie versteckter ist. Tja, ich weiß auch nicht. Ich sollte vielleicht nochmal die Geistersicht anmachen. Zack. Vielleicht war ein großer Rand nicht in Reichweite gewesen, um seinen Geist zu sehen. Was? Es wundert mich sehr, wenn er jetzt. Achso. Keinen Geist hätte. Da ist er doch. Ach, guck mal, lustig. Hier ist nur ein Knochenmann. Ohne seine ganzen Sachen. Könnte bedeuten, dass er am Black Ring ist, oder wie? Oder warte, ich weiß nicht. Loot? Hast du geilen Loot? Kenn ich schon. Ja, das ist eine gute Rune. Ich guck mal rein, aber wird doof sein. Identifizieren. Aha, toll, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ein Schädelring, die mag ich gerne. Die sehen immer so schön aus. Also dann. With a glint in the dark of his eye, the spirit of Kem sneers at you. Then you know I'll return. Ah, alles klar. Er kommt also wirklich wieder nachher. Umso besser, dass ich den Kampf gemacht habe für krass extra XP. I am sworn to the king and sworn I remain Godwoken. I owe you nothing. Okay. My aims were, are no less than the God King's triumph. Natürlich. That's all you can know. Ich bin voll krass drauf. Enough! Is it not obvious to you? Nee. To own the city is to own the cathedral, to own the tomb, to own Lucian. Er will so ownen. Ich ohne auch manchmal. Meistens. Heute erst im Kampf. But their essence still lives within his rotting corpse. When the God King claims that final pearl of divinity, his reign will begin. Na klar, was auch immer. Imagine it, Godwoken, a pure and perfect world. Covered on the ground to beg for scraps at warriors' feet. The fruits of our own labor will belong only to us. Ist schon klar. The divinity held within Lucian's cadaver belongs cadaver. Only to the king's was Deutsch? Chosen. And you are not worthy. Ja, ja. My master requires nothing less than the dead divine lying in its most famous tomb. There is still the wisp of the seven residing within him. A single wisp separating the rightful king from his kingdom. Bla bla. Ich überlege gerade, dieser Kampf mit so vielen Gegnern müsste ja im Lone Wolf Modus echt ziemlich schwierig sein. Auch wenn man als Lone Wolf echt overpowered ist, wie ich es ja inzwischen erlebt habe. Aber so viele Gegner sind halt doch eine ganze Menge Züge mehr. Man kriegt nicht alle sofort tot. It matters not if you defeat every last Lich whose bones have risen in my master's honor, Godwoken. Meinst du? Soon Isbael makes her move. Ach ja. The God King rises. You cannot deny him. Die war ja auch noch. You think to stop the God King's most devoted disciple? You may have defeated me, but I am just a lamb to Isbael's lion. She will devour you whole and roar of her victory to our eternal master. Und jetzt kontrolliere ich mal nach dem Speichern, ob er wirklich in der Gunst des Gottkönigs steht. No! No! This was not the deal! This was not the deal! Also Vindigo konnte ich nicht absorbieren, bin ich der Meinung, weil sie geschützt war. Er ist es nicht. Wo war... Was war jetzt, wo ich gucken soll? Steht hier gar nicht. Oder was? Cam ist tot. Ja. Hab ich gut gemacht. Jetzt kann er ja eigentlich nicht wiederkommen. Oder wie? Ich meine, ich habe davon jetzt nichts. Wie gesagt, wenn er nochmal wiederkommen sollte, also wenn ich seinen Geist nicht aufzehre, habe ich nochmal XP. Und das will ich lieber haben, als wenn ich ihn jetzt sofort töte. Ich bezweifle stark, dass der Gottkönig einen absorbierten Seelentypi wiederherstellen kann. Okay, die Toten zurückholen. Okay, ja, gut. Gehe ich mit. Aber aus so einer Situation herausholen, das bezweifle ich. Aber schon komisch, dass ich ihn absorbieren kann.
Das ist wahrscheinlich echt dann so, dass er nicht so sehr in der Gunst steht, wie er dachte, das. Meine einzige Erklärung eigentlich. Hm. Tja, wer weiß das schon so genau. Ich hoffe, das Spiel ist gerade nicht abgestürzt, denn es ist gerade irgendwie... Ah, jetzt geht's weiter. Schön. Halbwegs jedenfalls. Also wir lassen erstmal hier schmoren. Ich wollte gucken, wie viel XP ich brauche. Ich will es nicht mehr sehen, wie viel XP ich brauche. Ich will da nie wieder nachgucken müssen. Oh Mann, ist das ekelhaft viel. Hat man schon einen Quatsch? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich doch. Notizen, Brief. Briefe kann man lesen, das wäre da was Individuelles drin. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Doch, Tatsache. Todesnebelgefahr war das, was aktualisiert wurde vorhin. Hm. Hoppala. Einmal zu viel geklickt. Ist hier da irgendwas Sinnvolles irgendwo, was ich mitnehmen könnte vielleicht? War ich da schon dran? Ja, war ich. Huhn nehme ich mit, aber wenn es bloß eine mittlere ist. Hirnmaden natürlich auch mitnehmen. Memoiren klingt interessant. Rezept für Hirnmaden, Granaten. Okay. Krass teures Amulett. Dies und jenes. Papierbogen. Damit kann man Bilder malen. Genau. Guck mal, ach mal, das ist sogar schon mit Rahmen versehen. Ja, Mensch. Gibt plus 2 Stärke obendrauf. Das ist ja interessant. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe die Rahmen ja auch, aber guck mal einer an. Ich meine, ich wusste auch, dass es dieses Bonus gibt. Ich habe mir schon mal informiert, was für Boni die geben, aber ich habe es halt nie angewendet, die im Spiel selbst. Wenn ich es hier rauf machen würde... Ne, das ist der kritische, ne? Aber ich glaube, der Stärke-Bonus... Ne, ich habe hier... Nein, ich habe die genau hier drin, diese Rune, genau, klar. Physischer Schaden extra obendrauf. Der gebe mir auch nochmal 2 Stärke obendrauf. Wenn ich den Rahmen um geschicklich... Um eine andere Rune mache, gibt es halt auch einen anderen Bonus, so jedenfalls. Was genau weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf, aber ich weiß, dass es so funktioniert. Ach, guck mal, ist doch noch was frei hier. Seit wann das denn? Stufe 13, ach komm schon. Auch was frei. Wo ist denn jetzt reingesockelt? Was ist los mit mir? Ich muss ja auch übrigens ganz dringend raus und meine Hände abkloppern jetzt hier. Das ist halt normal. Es gehört dazu. Es ist leider so. Ich brauche neue Sachen. Ganz dringend. Kenne ich auch schon, aber trotzdem. Normal. Sicher, sicher. Na? Natürlich kenne ich das schon. Das kann ich auch schon. Aber ich gucke trotzdem mal rein, wie gesagt. Ach, guck mal, hier ist noch jemand. Geist von Alten hier. You again. It seems we are fated to meet before the Hall of Echoes after all. Kennen wir uns? She grimaces, looking away. No, 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 it's not at all how I imagined it. I thought there would be so much more to learn. Tja, am Arsch. Now I am seeking things you could never find for me. Rituals to awaken as an undead again. True death only rekindled my desire to be alive. Ach, so funktioniert das dann, wenn man ein Geist ist, kann man als Untoter wieder erweckt werden, ja? Ist das so? So wie ich jetzt im Prinzip? And I've heard there's some kind of covenant, I can swear. Nein, nein. If I were looking for your opinion, I would have asked for it. Now, good day to you. Dankeschön, glaube ich. I will swear it, this covenant. If it will bring me back, I will swear it. Das war ja schon auch gemein. I don't seek anything so pedestrian as peace. I seek knowledge. She grimaced. Ich weiß echt nicht, was ich mit dir gemacht habe. Also, ich kann sie gerade nicht zuordnen. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, ja. Was war das Falsche? Ach, Schriftrollerei, na toll. Aber ich kann es beim besten nicht zuordnen, was jetzt die genau mit mir für eine Vereinbarung hatte. Schade, das würde mich interessieren. Das wäre jetzt halbwegs relevant vielleicht sogar. Löffel, echt jetzt. Hier ist ein Löffel drin. Der unmöglichste Ort für einen Löffel eigentlich.